Nächstes angeht. Hallo, ich hoffe, es ist schon jemand da. Mal gucken, wo ich das gleich sehen kann. Perfekt. So, dann warten wir mal noch bis 16 Uhr ist. Und wir haben ja auch schon angefangen. Kommt da noch jemand? Ja, dann musst du mal gucken gehen, wer da noch so kommt. Das ist ja spannend, wenn man so zwei Sachen gleichzeitig macht, ne? So, wir haben ja hier im Jugendzentrum jetzt eine Maskenpflicht und deshalb habe ich auch heute diese wunderschöne Maske auf. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Und dann werden wir einfach mal anfangen jetzt. Wir werden heute unsere erste Laterne machen. Und zwar wird das so ein Lampion sein. Ich habe mal in der Mitte jetzt so ein Glas mit Lichterkette reingestellt. Man kann das dann nachher auf die Fensterbank stellen oder auch auf den Tisch, je nachdem, wie man möchte. Und ich erkläre euch jetzt, wie man das macht. Und die Kinder, die hier im Jugendzentrum sind, die machen das auch mit. Und ganz am Ende zeige ich euch alle Ergebnisse. Genau. Als erstes braucht ihr ein Papier. Das hier ist jetzt ein DIN A4-Papier. Das ist also so wie ein Schreibheft. Oder wie ein kleiner Zeichenblock. Ihr könnt aber auch ein größeres nehmen. Nur wichtig ist, dass es etwas länger ist, als es hoch ist. Das ganze Papier faltet ihr einmal der Länge nach so zusammen, dass in der Mitte ein Knick entsteht. Den könnt ihr dann auch auf dem Tisch nochmal richtig feste drücken, den Knick. Dieser Knick ist das, was hier nachher so absteht. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, wenn ihr das noch bunt anmalen möchtet, um das anzumalen. Und zwar malt ihr am besten die Außenseite, das heißt da, wo der Knick nach draußen geht, mit euren Lieblingsstiften an. Ich habe mir hier so Filzstifte geholt. Ich weiß, dass andere Kinder sich heute hier Buntstifte oder Wachsstifte ausgesucht haben. Und jetzt bemalen wir erstmal unsere Laterne, damit wir dann nachher was Schönes Buntes auf der Fensterbank stehen haben. So, ich mache einfach ein paar Muster da drauf, weil ich nicht so wunderbar zeichnen und malen kann wie viele andere. Aber ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein richtiges Bild drauf malen oder nur ein paar Zeichen drauf machen. Was habt ihr denn gemacht da hinten an den Tischen? Halt mal hoch, damit ich das sehen kann. Oh, das ist auch ein geometrisches Muster. Und ach, da hinten sehe ich ein ganz tolles Bild mit Sternen. Das ist natürlich auch eine gute Idee, einfach Sterne drauf zu machen, ne? Passt ja wunderbar. Das heute ist jetzt unsere erste Laterne und die ist ja noch relativ einfach. Aber wir werden uns steigern, denn es sind ja noch ein paar Tage, bis St. Martin ist. Und auch wenn leider kein Martinszug stattfinden kann, kann man ja trotzdem wunderbar die Laternen zu Hause am Fenster aufhängen oder im Zimmer und hat ein ganz, ganz schönes Licht. Also ich habe schon mal angefangen zu malen. Jetzt sieht es jetzt gerade so aus. Vielleicht möchte jemand anders ja auch gleich mal seine Laterne hier in die Kamera halten. Das weiß ich ja noch nicht. Du bist noch nicht so weit? Okay, dann mach mal erst weiter. Anstrengend? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Laternenbasteln anstrengend ist. Ich hoffe, es geht euch zu Hause allen gut. Ich weiß ja, dass ein paar von euch in Quarantäne sind und das ist bestimmt alles andere als witzig. So, was kam denn als nächstes für eine Farbe? So. Ja.
Ja. Dann als nächstes kommt Blau. Ich habe hier so ein doofes Bild. Manche Kinder scheinen hier nicht so zufrieden mit ihrem eigenen Bild zu sein, wenn ich das so da hinten höre. So, also meins sieht jetzt so aus. Ich guck mal eben, was die anderen gemacht haben und zeige euch das dann auch nochmal. So, einmal haben wir hier so ein Punkt- und Strichmuster und zum anderen ein Nachthimmel mit Sternen und mit Mond. Sieht doch schon toll aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid. Ansonsten malt einfach noch ein bisschen weiter. Ich mal auch noch die Innenseite von meinem Blatt an, weil dann sieht das bestimmt ganz nett aus, wenn das nachher so durchleuchtet. Und da habe ich mir überlegt, male ich einfach nur so ein paar Kreise drauf und mal gucken, wie das nachher durchleuchtet. Guck mal, da steht mein Name drauf. Name schon drauf, wunderbar. Hast du richtig festgedrückt hinten? Den Spalt? Also diese Falte? Gut. Jetzt kannst du schon mal die Schere aus deiner Kiste holen. Oh nein! Nicht so wieder! Ich hatte das. Das liegt noch weg. Hier ist es übrigens sehr windig, weil wir einige Fenster aufhaben. Deshalb fliegen hier auch schon mal ein paar Blätter vom Tisch. Und deshalb habe ich auch einen Schal an und ich glaube. Nächste Woche, wenn es kälter wird, muss ich auch noch eine Jacke anziehen. Nein. Ist euch warm oder kalt? Warm. Okay, hier herrscht keine Einigkeit, sowohl warm als auch kalt. Okay. So, meine Rückseite ist jetzt so mit kleinen Kringelchen bemalt. So, jetzt habt ihr ja das Blatt so schön gefaltet, ne? Diese Falte hier vorne ist jetzt das, wo wir mit unserer Schere gleich reinschneiden werden. Allerdings ist das ganz wichtig, dass man nur reinschneidet und nicht durchschneidet, weil dann ist die Laterne leider kaputt. Und zwar solltet ihr gucken, dass oben und unten so ein Rand ist, der ungefähr so breit ist wie 2 bis 3 Finger, je nachdem, wenn ihr so dicke Finger habt wie ich, dann 2 und bei euren kleinen Fingern wahrscheinlich eher 3 Finger. Und das ist der Rand, der hier oben nicht eingeschnitten werden darf. Das heißt, ihr nehmt eure Schere, guckt, wo die Seite ist, die zu ist, also nicht da, wo es offen ist, sondern da, wo es zu ist und schneidet von unten einmal rein. Guck mal, so. Oder so rum könnt ihr es ja auch sehen. Aber eben nicht ganz bis oben zum Rand, sondern ihr macht oben 2 Finger breit, bei euch 3 Finger breit, Stopp. Habt ihr das geschafft? Ich hab das nicht. Ja, probier das doch erstmal aus, bevor du Nein sagst. Ich hab alles verputzt. Ja, dann hast du leider keine Laterne. Wenn du das nicht reinschneidest, dann hast du nur ein Stück Papier.
So, dann rückt ihr ein Stückchen weiter und schneidet wieder rein, aber auch nicht bis ganz oben, sondern wieder oben Platz lassen. Und das Ganze macht ihr jetzt so oft, bis ihr am Ende angekommen seid. Immer schön Abstand halten zwischen den einzelnen Einschnitten. Vielleicht braucht da jemand mal Hilfe. Ja, immer schön weiter und nicht vergessen, niemals ganz durchschneiden, sondern oben immer einen Rand lassen. Ja, es sieht so aus, als nähern wir uns dem Ende des Blattes. Mal sehen. Ja, okay. Jetzt habt ihr so ein, naja, es sieht fast aus wie ein Klavier, macht nur leider keine Töne, wenn man drauf drückt. Aber so sollte es jetzt bei euch auch aussehen. Und wenn ihr es runterklappt, dann kann man schon erahnen, wie es später aussehen wird. Wenn man dann so ein bisschen wackelt, dann sieht man, dass da sich so Spalten aufmachen. Ne? Ich gucke jetzt einmal, was die Kinder hier machen. In der Zeit könnt ihr zu Hause ja noch ein bisschen weiterschneiden. Ja. Ist ja auch kein kleines Kind, da kann man auch eine spitze Schere nehmen. So, seid ihr schon soweit oder braucht ihr noch einen Moment? Ich glaube, hier brauchen alle Kinder noch einen Moment, also schneidet in Ruhe weiter, konzentriert euch, damit ihr nicht aus Versehen oben mal durchschneidet. Ja. So, ich roll hier schon mal ein bisschen an meinem Blatt rum, damit es gleich einfacher zu zeigen ist. Als nächstes braucht ihr nämlich euer Klebeband. Ich habe jetzt hier so ganz normales durchsichtiges und habe mir aber auch noch nachher, damit ich das noch ein bisschen weiter verzieren kann, eins mit Muster, so ein Washi-Tape mitgebracht und zwar einmal mit Eule und einmal mit Glitzer. So, als nächstes müsst ihr euer Blatt nehmen. Ne? Hier sind die ganz eingeschnittenen Sachen. Jetzt rollt ihr das so zusammen, dass oben Ecke auf Ecke ist. Und zwar ein bisschen überstehend, damit das auch gleich festgeklebt werden kann. Dann nehmt ihr euch ein Stückchen Klebeband. Je nachdem, ob ihr das gut abreißen könnt oder abschneiden müsst, müsst ihr vielleicht vorher euch auch eins vorbereiten. Dann nehmt ihr hier unten die Ecke, macht das Klebeband drauf und klappt das nach innen rein, damit es von beiden Seiten geklebt ist. Und eigentlich hält es jetzt schon, sieht nur ein bisschen komisch aus, deshalb machen wir hier oben auch noch ein Klebeband hin. So, du kannst es auch mal aufklappen, dein Blatt. Aufklappen. Ja, dass es ganz groß ist wieder. Wow, wie ist das denn? Genau. So, jetzt habe ich oben und unten ein Klebeband reingemacht. Und wenn ich jetzt so ein bisschen drauf drücke, ist meine Laterne eigentlich schon fast fertig.
Aber weil ich ja so auf Farben stehe und bunt meine allerliebste Lieblingsfarbe ist, werde ich jetzt noch mit dem Washi-Tape, was ich hier habe, hier oben einmal rumkleben und auch unten einmal rumkleben, damit es einfach noch ein bisschen bunter ist. Dazu nehme ich den Rand. In meinem Fall haben die Eulen ja ein Gesicht und deshalb muss ich auch gucken, dass sie richtig rum drauf sind. Und jetzt klebe ich das oben ganz nah am Rand. Einmal rund um meine Laterne drumherum. So, wenn ich am Ende bin, kann ich hier einfach abreißen. Und dann habe ich oben schon eine kleine Eulenparade. Jetzt drehe ich es einmal um, weil auf der Unterseite möchte ich gern das Glitzer-Washi-Tape dran machen. Dazu erstmal den Anfang finden. Das ist ja manchmal nicht so einfach. So, da ist der Anfang. Und dann nehme ich das auch wieder und mache das ganz an den Rand. So, da habe ich mich schon ein bisschen verklebt. Nochmal ein bisschen ab. Wunderbar. So, einmal drumherum, am Ende abreißen. Jetzt habe ich auf der unteren Seite Glitzer, auf der oberen die Eulen und in der Mitte kann man ja sehen, von außen die Streifen. Und wenn man so in die Spalten reinguckt, kann man auch das Kreise sehen, die ich von innen reingemalt habe. Räume ich erstmal meinen Platz auf, ist ja auch immer wichtig, ne, damit man hier nicht alles suchen muss später. Und dann habe ich jetzt noch was gekauft. Und zwar habe ich ein Klebeband gekauft, was im Dunkeln leuchtet. Und da versuche ich jetzt mal die Verpackung zu öffnen. Das ist gar nicht mal so einfach. Da brauche ich, glaube ich, eine Schere für. So, gucke ich mal, dass ich das rausbekomme. Das ist ganz schön feste. Wow, das sieht ja bei euch auch schon total gut aus. Und wenn ihr möchtet, dann schickt mir doch einfach ein Foto von eurer Laterne. Dann kann ich das bei uns auf dem Kanal hochladen. Oder bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer, damit ihr da auch das der ganzen Welt zeigen könnt. Oder ihr stellt es so toll an der an eurem Fenster auf, dass ich es von der Straße sehen kann. Da müsst ihr mir nur sagen, wo ich suchen soll. So, das ist dieses Klebeband, was im Dunkeln leuchtet. Da messe ich mir einmal ab, wie lang das sein muss, damit es einmal drumherum passt. So, dann schneide ich das ab und das klebe ich jetzt nämlich von innen rein. Und zwar kann ich hier so das abziehen und dann klebe ich das oben in den Rand von innen rein. Oh, das ist aber ein bisschen schief. Das ist mein Augenmaß, ist nicht so ganz so gut anscheinend. Nochmal abmachen. So, rein damit. Zack. So. Perfekt. Hat geklappt. Klebt jetzt einmal drin. Oh, da hinten ist irgendwas umgefallen. Und hier ist so eine kleine Falte. Macht nichts, sieht man nachher nicht mehr. Ist ja von innen. So, und eigentlich ist unsere Laterne, also meine auf jeden Fall, schon fertig. Ich weiß nicht, was mit den anderen ist. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber damit man sehen kann, wie schön die leuchtet, habe ich mir
so eine kleine Lichterkette genommen, die ist mit Batterie, und habe die in so ein Glas reingesteckt. Ihr könnt zu Hause auch eine Kerze im Glas nehmen, aber natürlich nur, wenn eure Eltern das erlauben. Und dann könnt ihr das reinstellen. Und schon ist eure erste Laterne für unser beleuchtetes Fenster in Sonnborn fertig. Ich stelle die jetzt mal hier auf die Fensterbank und dann gehe ich mal rum und gucke, was die anderen so gemacht haben. Und zeige euch das auch nochmal. Auch nochmal. So. Die Alina hier, das ist meine Laterne. Und von innen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, habe ich Herzchen reingemacht, da kann man es sehen. Und hier oben glitzert das und da unten sind, ja, Blätter. Wow. War schön, ne? Stell ich jetzt auch da oben hin. Da, guck mal, das ist die Laterne von der Amelie. Unten mit Blättern, oben mit mini kleinen Sternchen, außen aufgemalte Sterne und der Mond natürlich. Und von innen ein bisschen bunt und leuchtet natürlich auch wunderbar. Stelle ich jetzt auch auf unsere Fensterbank und dann zeige ich euch noch, wie unsere Fensterbank jetzt aussieht. So, ich trage euch mal darüber. Zack, 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 zack. Da sind unsere ersten Laternen. Und wenn es gleich dunkel ist, dann mache ich nochmal ein Foto und stelle das auch nochmal rein, damit ihr das alle sehen könnt. Und jeden Basteltag werden es jetzt natürlich mehr und mehr Laternen. Wir haben ja noch viele, viele, viele Fenster. Da sind noch unsere anderen gebastelten Sachen. Aber zum Beispiel da hinten, alle Fenster noch ohne Laternen. Kommt aber alles noch diese Woche. So, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ihr uns bald mal besuchen könnt wieder. Und ansonsten sehen wir uns hier am Donnerstag wieder und dann basteln wir eine ganz tolle Laterne. Bis dann. Tschüss.